Als Schnäppchenhaus und Spontankauf habe ich dieses Einfamilienhaus hier in Philadelphia in meinem letzten Video bezeichnet. Was wurde nun inzwischen aus diesem Haus nach dem Spontankauf? Wurde das Haus renoviert? Wurde das Haus vermietet? Wie schaut es mit dem Geld aus? War das Haus nun wirklich ein Schnäppchen? Antworten auf all diese Fragen bekommst du in diesem Video. Die ganze Wahrheit und alle Zahlen. Let's get into it! Der Lucas Show. Auf meinem Kanal hier findest du alles zum Thema Immobilien hier in den USA. Ich bin selbst hier in Philadelphia vor Ort als Investor und Vermieter tätig. Ich kaufe, renoviere und vermiete Objekte. Das Ziel von diesen Objekten, die wir hier kaufen und renovieren, ist nicht zu flippen. Also flippen ist ein Geschäft, was ich nicht verstehe. Fix und Flip, bleib mir fern damit, verstehe ich nicht. Unser Ziel hier ist es, langfristig gute Immobilien zu finden, zu renovieren und diese auch zu vermieten. Also langfristig guten Wohnraum schaffen, darum geht es bei mir. Dir gefallen diese Themen und dich interessiert der Immobilienmarkt hier in den USA? Dann lässt du mir am besten ein Abo da und aktivierst die Glocke. Das kostet dich gar nichts und zeigt aber YouTube, dass du über neue Videos von mir umgehend informiert werden möchtest, sobald ich die hochlade. Danke dafür. Kommen wir nun zu dem Einfamilienhaus, welches ich mit meiner großen Klappe in diesem Video hier zuletzt angekündigt habe. Ich habe es als Spontankauf und als Schnäppchenhaus bezeichnet. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, schau es dir auf jeden Fall an. Da erfährst du auch die Hintergrundgeschichte, wie ich dieses Haus fand, gekauft habe und du siehst auch die Bilder aus dem Zustand zuvor, also vor der Renovierung. Unbedingt anschauen. Mein Fazit und alle Zahlen zu dem Haus siehst du am Ende dieses Videos. Da erfährst du dann auch, ob sich der Kauf gelohnt hat und ob es wirklich ein Schnäppchenhaus ist. Unbedingt dranbleiben, es lohnt sich. Bevor ich lang und breit über das Haus spreche, zeige ich es dir lieber direkt. Los geht's, ab ins Haus. So, hier sind wir jetzt in der 2225 North Carlisle Street. Drei Schlafzimmer, anderthalb Badezimmer. Wenn dir mein Video gefällt, Like da lassen. Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Weiter geht's, schauen wir uns das Haus mal an. Dieses Haus haben wir jetzt vor anderthalb Wochen gekauft und komplett renoviert. Warum musste es so schnell gehen? Ganz einfach. Heute Nachmittag ziehen hier die neuen Mieter ein. Wahnsinn! Was haben wir gemacht? Komplett neuer Fußboden hier unten. Farbe natürlich, Wände gespeckelt, also ausgeglichen. Hier unten haben wir noch einen Powder Room. Der Vent kommt noch. Dann haben wir hier eine Küche. Das haben wir alles so, wie es ist, hier übernommen, mit diesen hervorragenden Fliesenarbeiten da an der Wand. Die Holzküche bzw. hier die Cabinets sind jetzt nicht das Hochwertige, aber tut seine Sache. Stainless Steel Appliances, also hier der Gasherd, Mikrowelle, Ersatzmikrowelle und ein riesengroßer Kühlschrank. Das Ganze sieht hier hinten so aus. Das ist die Nachbarschaft und in die Richtung hier vorne, das ist die Broad Street. Das ist eine der großen Straßen hier in Philadelphia, Nord-Süd-Straße. Naja, die Champs-Élysées will ich nicht sagen, aber es gibt Leute, die sagen das so. Da schön mit Wasserturm, bisschen industriell. Und das hier ist das gute Stück. Gehen wir mal in den Keller runter. Hier haben wir schon eingebautes Sump Pump. Das ist das Electric Panel. Waschmaschine, die war von den vorhergehenden Eigentümern mit übernommen. Nigelnagelneuer Wasserheizer, naja, nicht ganz, aber 2020er Baujahr. Der Trockner, der kam auch noch mit. Und hier die Klimaanlagen, die Window Units, die kamen auch mit. Dann haben wir hier eine neue Heizung. Diese Heizung habe ich schon mal erwähnt, und zwar, die ist nur 80% effizient. Das heißt, das gelbe Ding, was da reingehen siehst, das ist die Gasleitung. 80% des Gases, was da reinläuft, geht in Wärme, wird auch ins Haus weitergegeben, also Umluft. Der Rest geht durch die Esse. Klingt komisch, ist aber so. Hier auf dem US-Markt, die gängigen Varianten sind so 80% effizient. Das ist sowas hier, das ist eine günstige Variante. Oder sogar schon 97% effizient. Das heißt, 97% der Energie, in dem Fall Gas, was da reinfließt, geht auch in Wärme ans Haus. In dem Fall haben wir uns für 80% entschieden. 80%, weil erstens ist die Heizung günstiger für uns in der Anschaffung. Zweitens ist die Wartung günstiger, weil wenn Mieter das kaputt machen, bei 97% ist mehr Technik drin, andere Belüftung, wird die Reparatur teurer. Und für uns als Eigentümer rechnet sich so eine Heizung erst nach 6 bis 8 Jahren. Deswegen haben wir gesagt, der Unterschied zwischen 80 und 97, 80% Effizienz ist es. Was du hier siehst, ist ein Filter. Der kommt hier in die Heizung rein und da kommt die Luft, die angesaugt wird bzw. erwärmt wird, wird der erst gefiltert und geht dann ins Haus. Das müssen die Mieter alle
naja, 30 bis 90 Tage austauschen, je nachdem, wie verschmutzt das hier ist. Also Dust und Pollen, das heißt, da gibt es verschiedene Klassen, so mit HEPA-Filtern, also wenn man jetzt zum Beispiel Allergien hat und sowas, kann man hier teurere nehmen. Das ist den Mietern überlassen. Das müssen sie auf jeden Fall jede 30 bis 60, 90 Tage wechseln. Andernfalls gibt es Ärger. So viel zur Heizung. 80% Effizienz. Klingt komisch für europäische Ohren, glaube ich, besonders für Deutsche. Aber hey, das ist das, was wir hier machen. Auch alles neu gemacht. Hier siehst du den Fußboden. Schön. Da hinten haben wir ein Windows-Update im Schlafzimmer Nummer 1. Das waren die einzigen Fenster, die wir haben austauschen lassen. Aber auch hier sieht er schön aus. Türen gestrichen. Wände schön gestrichen in einem, wie immer, munteren Mausgrau, würde ich sagen. Halt, stopp, bevor wir jetzt weiter durchs Haus gehen, den Like nicht vergessen und das Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Danke vorab, weiter geht's durchs Haus. Und hier zwei neue Fenster. Schön. Doppelt verglast natürlich, ne? Dann haben wir hier noch das Schlafzimmer Nummer 2. Das ist ein kleines Schlafzimmer halt. Hier haben wir noch ein Linen-Closet. Und hier das Schlafzimmer 2. Gehen wir hier weiter ins Badezimmer. Da war hier unten das ganze Ding hier eingedrückt und hier war jetzt die Option, das entweder mit denselben Fliesen nochmal zu machen oder komplett mit einem Plastikpaneel auszukleiden. Wir haben uns für die günstigere Variante entschieden und zwar, wir benutzen das so, wie es ist, weiter und haben es einfach nur repariert. Ganz klar, Fußboden auch hier, überall derselbe. Und hier im Schlafzimmer Nummer 3, vorne raus. Sogar die Vorhänge dran gelassen. Aber gestrichen ist, der Fußboden schaut super aus und das Haus kann jetzt toll neu vermietet werden. Sehr schön. Kommen wir zu den knallharten Fakten zu diesem Haus. Das Haus hat gekostet 108.000, kannst du selber nachschauen. 2225 North Carlisle Street in Philadelphia. Wenn du wissen möchtest, wo das ist, gib einfach mal auf Zillow.com die Adresse ein und dann siehst du den Kaufpreis zu diesem Haus. Kaufnebenkosten nochmal ca. 2.000. Das heißt, das Gesamtpaket an sich, so wie es da stand, 110.000. Was war im Paket inklusive? Wir haben eine Küche, wir haben eine Waschmaschine, wir haben einen Trockner und einen neuen Wasserheizer. Ach ja, und die vorhergehenden Eigentümer haben uns auch noch ihre Window Units, also die Klimaanlagen, dagelassen. Die haben ein neues Haus gekauft, mussten schnell closen, also mussten schnell verkaufen. Und da waren sie beim Preis sehr flexibel. Bei den Renovierungen, die haben jetzt genau 6-7 Tage gedauert. Ab dem Closing und einen Tag später haben wir angefangen mit Renovieren. 7 Tage. Warum so schnell? Warum so eilig? Tja, heute ist der 31. Oktober. Heute Nachmittag ziehen hier die neuen Mieter ein. So schnell kann es gehen. Was hat die Renovierung gekostet? Alles in allem kann man sagen $15.000. Also 125.000 stecken jetzt in diesem Haus. Kaufpreis, Kaufnebenkosten und Renovierungsarbeiten. In diesen $15.000 ist eine neue Heizung drin. Zur Heizung habe ich schon was gesagt. Wir haben einen komplett neuen Fußboden überall. Überall derselbe. Fliesen rausgekloppt, Teppich rausgemacht. Alles neu. Zwei neue Fenster. Ach ja. Komplett gestrichen, gespackelt, also gefüllt, die Lücken gefüllt, gesandet und gestrichen. Dann haben wir beim Fußboden noch die Quarter Rounds, also diese Abschlüsse, die Trittleiste heißt das, glaube ich. Küche war, wie sie ist und that's basically it. Heute Nachmittag ziehen die neuen Mieter ein. Das heißt, 7 Tage Turnover vom Kauf bis zur Vermietung. Ach ja, die Mieten, die wir kriegen, $1.400. Läuft, oder? Wer meinem Kanal schon länger folgt, der weiß auch, dass ich für alle Objekte, egal ob Haus oder Mietwohnung, immer diese schönen 360-Grad-Scans erstelle. Das gilt natürlich auch für dieses Haus. Den Scan zum Haus, den habe ich auch direkt nach den Renovierungsarbeiten erstellt. Mit so einem Scan bekommt man einen schönen Eindruck, wie das Haus eben auch ausschaut. Es dokumentiert aber auch zeitgleich den Zustand, bevor die neuen Mieter einzogen. Naja, nur für den Fall, dass es nach deren Auszug irgendwann mal Rückfragen und Diskussionen geben sollte. Jetzt habe ich schon mehrfach davon gesprochen, dass das Haus bereits vermietet ist. Kommen wir zur Rendite-Betrachtung. Und schreiben einfach mal ganz simpel alle Zahlen auf, die wir schon kennen. Schauen wir uns zuerst mal die Ausgabenseite an. Also Kaufpreis waren $108.000. Kaufnebenkosten $2.000.
Renovierungskosten, alles zusammen $15.000. Soweit kennst du die Zahlen bereits. Welche Kosten kommen jetzt noch dazu? Kreditkosten? Keine, denn das Haus ist ein Barkauf gewesen. Ob wir dieses Haus jetzt burn, das wird gerade mit den Banken verhandelt. Das Ziel von einem burr ist, das gesamte Kapital, was derzeit im Haus steckt, in diesem Fall $125.000 oder sogar mehr, als Kredit von einer Bank durch eine Refinanzierung wieder rauszubekommen. Wie genau sowas hier in den USA abläuft, habe ich dir schon mal in diesem Video hier oben dargestellt. Schau es dir einfach mal an. Bei einem aktuellen Zinssatz von 8% Stand jetzt November 2023 lassen wir das Haus erstmal liegen. Mal schauen, wie flexibel die Banken jetzt bald werden. 8% Zinsen, das ist doch Wahnsinn, oder? Die Steuern schlagen mit $1.687 zu Buche und das ist aus meiner Sicht noch viel zu hoch und das werden wir natürlich auch im Jahr 2024, also mit dem nächsten Steuertonus, anfechten. Der Kaufpreis war nur $108.000. Das sieht man immer, das sind öffentliche Daten. Eingewertet ist das Haus bei der Stadt Philadelphia aber mit einem Wert von $120.000 und somit auch der Steuermessbetrag auf $120.000. Das heißt, wir fechten es an und wollen den Steuerbetrag natürlich senken. Erhöht den Cashflow. Die Versicherung schlägt mit $900 zu Buche. Dann kommen wir zu den letzten Punkten der Ausgabenseite und ziehen einfach mal pauschal noch für Hausverwaltung 10% und für Rückstellungen, Reparaturen auch 10% ab. Damit sollten wir auf der sicheren Seite sein und auch genug Puffer haben, falls mal was schief läuft. Kommen wir zu den Einnahmen. Das Haus wurde direkt während der Renovierungsarbeiten vermietet und stand somit nur eine Woche in unserem Besitz leer. Naja, wobei es stand nicht leer, die ganze Zeit waren ja darin Handwerker zugange. Vermietet ist das Haus jetzt für $1.400 pro Monat, das heißt im Jahr sind es $16.800. Mit all diesen Informationen können wir natürlich jetzt einfach ausrechnen, wie die Rendite für dieses Objekt ausschaut. Dann übertragen wir jetzt einfach mal alle Informationen, die wir schon kennen, auf dieses Excel. Wir haben den Kaufpreis gehabt von $108.000. Wir haben gar keine Finanzierung gemacht, das heißt, das ist ein Cash-Deal bei 100% Eigenkapital. Wir hatten 1,75% Closing-Costs, also rund 2.000. Und wir haben Reparaturkosten von $15.000 gehabt. Wir haben mit Property Tax von $1.687. Wir haben eine Insurance gehabt von $900 pro Jahr. Und dann kommen wir zur Einnahmenseite. Wir haben $1.400 monatliche Mieteinnahmen. Einen Leerstand rechnen wir in diesem Fall nicht ein, weil das Haus in dem Fall direkt ab Tag 1 vermietet war. Für spätere Betrachtung kann man natürlich noch mit einem Leerstand einrechnen. Der Erfahrungswert für uns hier sind im Normalfall 5%. Können wir als Puffer mitnehmen. So, wenn wir uns jetzt hier alle Zahlen anschauen, das heißt, wir haben hier die Ausgabenseite, wir haben hier die Einnahmenseite und gucken uns jetzt die Renditen an. Das Haus hat in dieser Form einen Faktor von 7,4. Das heißt hier das Multiple oder auch GRM genannt. Wir haben eine Brutto-Mietrendite von 13,4% und wir haben ein Cash-on-Cash bzw. eine Cap-Rate von 8%. Das sieht ja gar nicht schlecht aus, oder? Das heißt, in dieser Form wirft dieses Haus ein Taschengeld von monatlich $834 ab. Jeden Monat. Und dafür sind 125.000 komplett investiert. Fazit, du siehst, dieser Spontankauf hat sich gelohnt und das Haus ist und war nun wirklich ein Schnäppchen. Das Haus hatte keinen Leerstand und wurde direkt super vermietet, das heißt, es wirft ab Tag 1 einen positiven Cashflow ab. Derzeit ist das gesamte Kapital jedoch noch in dem Haus gebunden, weil es wurde ja Cash gekauft und bezahlt. Und hier ist natürlich das Ziel, dieses Haus zu refinanzieren und das gesamte eingesetzte Kapital wieder rauszubekommen. Und das eingesetzte Kapital, was wird dann wieder rauskommen? Was passiert damit? Urlaub, Autos? Nee. Das geht ins nächste Haus, ganz klar. Der Cashflow, der bleibt auch bei einem Zinssatz von 8% in diesem Fall positiv. Das heißt, die Eigenkapitalrendite steigt, weil man hat ja eigentlich für dieses Haus im Nachgang nichts bezahlt, wenn man das Haus vollfinanziert bekommt im Nachgang oder sogar wieder mehr rausbekommt. Das bedeutet, man hat ein Haus, für das man nichts oder wenig Geld bezahlt hat, wenn die Bank das vollfinanziert. Die Mieter zahlen jeden Monat den Kredit und natürlich auch die Kosten ab und es bleibt noch ein Cashflow, in dem Fall ein Taschengeld, übrig. Aber irgendwie tut mir das persönlich weh, 8% Zinsen an eine Bank zu geben. Na, ich weiß nicht warum. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Was meinst du? Würdest du so einen Deal machen oder hast du andere Ideen und Möglichkeiten, eine sichere 8% Netto-Rendite zu erreichen? Schreib's mir in die Kommentare. Wenn du Fragen, Wünsche, Anregungen hast, Feedback ist immer willkommen. Schreib das in die Kommentare unter das Video. Und wenn du schon da unten bist, vergiss den Like nicht, das Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Und jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.